Schönen guten Morgen, ich bin unterwegs. Hab so ein bisschen steifes Genick heute, keine Ahnung, was los ist. Vielleicht liegt es daran, dass heute Freitag der 13. ist. Keine Ahnung. Ja, mal schauen, wie es läuft. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen. Ja, wie bereits angekündigt bei Facebook, fahre ich jetzt zu meinem zweiten Einsatz ins Klottertal, nachdem der erste ja nicht funktioniert hat. Ihr wisst Bescheid, da war der Router defekt, ließ sich einfach nicht einschalten. Jetzt habe ich einen neuen hinten drin liegen und hoffe, dass der jetzt dann funktioniert und dass man diesen Router dann in Betrieb nehmen kann. Ja, und wenn es mir noch reicht, habe ich ja angekündigt, werde ich noch nach Grafenhausen fahren. Das ist noch circa eine Stunde weg Richtung Freiburg, um dort dann noch dieses berühmte Wohnhaus von Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik zu besuchen, das jetzt mittlerweile ein Museum ist. Ja, jetzt habe ich aber erstmal circa anderthalb Stunden Fahrzeit. Über Titisee Neustadt geht es dann direkt in Schwarzwald. Ja, Wetter ist im Moment so einigermaßen bewölkt und was haben wir, 4 Grad. Mal schauen, wie es im Schwarzwald wird. Da war ja beim letzten Mal traumhaftes Wetter und ja, ich bin gespannt. Und da ich jetzt viel, viel Zeit im Auto verbringe, werde ich mir jetzt erst noch kurz was zum Futtern holen. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Ne, sowas aber auch. Und werde jetzt mal kurz hier im Lidl halten und ja, Frühstück einkaufen. Und mittlerweile bin ich so im Bereich Löffingen, das ist so kurz vor Titisee Neustadt. Und ja, Verkehrslage ist relativ entspannt. Es ist noch bewölkt und ich habe noch circa eine Dreiviertelstunde. Abbiegen auf Glottertalstraße. So, mittlerweile fahre ich Glottertal rein und habe jetzt ein paar hundert Meter zu meiner Klinik. Das ist nämlich auch eine Klinik, aber nicht die Schwarzwaldklinik, sondern das ist eine Reha-Klinik hier in Glottertal. Und die ist aber nur ein paar hundert Meter weg von der Schwarzwaldklinik. Ne? Die habe ich ja letzte Woche schon ausführlich präsentiert. Hier I am und jetzt geht's rein in die gute Stube mit dem hoffentlich funktionsfähigen Router und ja, schauen wir mal. So, mittlerweile bin ich wieder im Serverraum des Kunden. Die Klimaanlage ist jetzt auch aus, das heißt, die bläst mir jetzt nicht mehr in meinen Nacken. Und hier ist der Router, ne? Und wie man sieht, der ist an und spricht auch schon mit mir. Ne? Und hier ist die Konfiguration drauf und die spiele ich jetzt gleich drauf und dann schauen wir weiter. So, mittlerweile habe ich die Konfiguration drauf gespielt und der startet jetzt gerade wieder. Und jetzt muss ich den nachher mit diesem Netzelement verbinden. Allerdings weiß ich noch nicht ganz genau, auf welchem Port. Ja, muss ich ja mal probieren. So, mittlerweile bin ich mal provisorisch auf dem Netzelement drauf. Habe auch einen Uplink, aber noch keine Einwahl. Ja, jetzt muss man mal gucken. So, mittlerweile ist der Router eingewählt. Und ja, das Ding ist jetzt hier mal erledigt. So, Auftrag ist erledigt, Router ist online, alle zufrieden und da ich jetzt im Moment nichts Akutes habe und erst heute Nachmittag noch eine Störung in Villingen-Schwenningen, mache ich jetzt meine Androhung wahr und fahre tatsächlich nochmal auf Gierenstraße nach Südwesten Richtung Bad ist ja gut und fahre jetzt tatsächlich nochmal zum weiteren Drehort der Schwarzwaldklinik, nämlich zum Filmhaus von Professor Brinkmann. Und das ist in Grafenhausen, da habe ich jetzt circa eine Stunde Fahrt. Aber ja, was tut man nicht alles? Willst du auch mal sehen? Ich war noch nicht dort. Ne? Also. Und ich fahre mittlerweile auf der B500, der berühmten Schwarzwald-Hochstraße. Eine sehr, sehr beliebte Motorradstrecke. Da war ich früher auch häufig unterwegs. Aber ja. Hab das Motorradfahren jetzt leider an den Nagel gehängt. Keine Zeit, aber ja, tolle Strecke zum Motorradfahren. Auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
um die Auffahrt B317 zu nehmen. Und jetzt geht's hier hoch übrigens Richtung Feldberg. Ja, da bin ich auch schon öfter gefahren, wer regelmäßig meine Story schaut. Und habe jetzt noch circa 20 Minuten und die Aufregung steigt. Nach 600 Metern links abbiegen auf Feldbergstraße B500. So, ich fahre jetzt hier immer noch am Schluchsee vorbei, aber jetzt ist er gleich zu Ende und ja, wirklich schöne Gegend hier. Wetter passt jetzt auch mittlerweile, Sonne ist draußen, wir haben 11 Grad, also tippitoppi. Auf L170. Und ich habe jetzt noch 7 Kilometer bis Grafenhausen, beziehungsweise dem Filmhaus vom Professor Brinkmann. Wie gesagt, bin auch schon sehr gespannt. Ja, und hier in der Nähe ist übrigens auch diese berühmte Rothausbrauerei. Ja, Tannzäpfel und so weiter, kennen ja die meisten Biersäufer wahrscheinlich. Und jetzt habe ich tatsächlich Grafenhausen erreicht und habe noch ein paar hundert Meter bis zum Ziel. So, jetzt habe ich mich noch ein bisschen verfahren und weiß aber immer noch nicht genau, ob ich da bin. Aber ich habe schon ein paar Schilder gesehen, aber hier sieht schon ja, relativ wild aus noch. Ich bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Hilfe, ich habe mich verfahren. Aber es muss echt ganz irgendwo in der Nähe sein. Aber jetzt muss ich erst wieder umdrehen, weil ja irgendwie hängt gerade mein Navi-System und blickt es irgendwie nicht. Ne? Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, ich glaube, ich bin da. Ne? Ich muss jetzt noch ein Stück laufen, dann geht's weiter. So, jetzt reicht's mit Sightseeing für heute. Ja, Rothaus-Brauerei fahr jetzt nicht mehr vorbei. Mal vielleicht ein anderes Mal. Bin ja öfters in der Ecke und fahre jetzt zu meinem nächsten und wahrscheinlich auch letzten Auftrag in den Raum Villingen-Schwenningen. Ja, da habe ich jetzt circa eine Stunde Anfahrt und dann gibt es weitere Informationen. Ja, und das ist hier übrigens hier dieses ganze Arsenal, die Rothausbrauerei. Aber wie gesagt, für einen Filmbeitrag reicht es heute nicht mehr. Ich muss ja auch noch ein bisschen was arbeiten. Jo, jetzt bin ich kurz vor Villingen-Schwenningen, da habe ich jetzt so einen Privatkunden. Der hat einen VDSL-Anschluss und bemängelt Abbrüche. Also typisches oder klassisches Problem. Ja, da werde ich jetzt mal die Leitung messen, schauen, ob ich da was merke. Und eventuell dann auch die Fritzbox tauschen, mal schauen, was da notwendig ist. Na, ich bin gleich da, dann gibt es weitere Informationen. Jo, alles erledigt. Werte waren super. Ich war jetzt 15 Minuten auf der Leitung drauf. War ein angehender Polizist. Ja, da will man ja nichts falsch machen. Man zieht sich ja immer zweimal im Leben. Wer weiß, ob man sowas mal wieder braucht irgendwann. Ja, nee, das war eben so, dass die Telekom vor einer Woche schon da war. Wegen der Störung. Und seitdem die da waren, läuft wieder alles gut. Ja, entweder haben die einen anderen Leitungsweg benutzt oder wie auch immer. Keine Ahnung, auf jeden Fall, im Moment ist jetzt alles gut und ja, ich habe jetzt Feierabend um, wie viel haben wir denn, 13.36 Uhr, unglaublich. Ich hatte ja schon andere Freitage, ne, wie ihr wisst. Ja, falls da irgendwas kommt, melde ich mich nochmal, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und nächste Woche ist wieder mehr los, versprochen. Ne? Bis dahin, ciao.